Eine freiwillige Feuerwehr ist eine öffentliche Feuerwehr, die sich hauptsächlich aus ehrenamtlichen Mitgliedern zusammensetzt. Vereinzelt sind auch Hauptamtliche zu finden, zum Beispiel für den Rettungsdienst oder in Werkstätten. Im Gegensatz dazu bestehen andererseits Berufsfeuerwehren aus rein hauptamtlichen Einsatzkräften. Es herrscht eine weit verbreitete Meinung, dass es in den meisten Städten Deutschlands eine Berufsfeuerwehr gäbe. In Deutschland wird der abwehrende Brandschutz und die allgemeine Hilfe hauptsächlich durch freiwillige Kräfte sichergestellt. Bei einer Gesamtzahl von 2074 Städten in Deutschland existieren in lediglich knapp über 100 dieser Städte Berufsfeuerwehren. In allen diesen Städten gibt es zur Verstärkung der Berufsfeuerwehr auch freiwillige Feuerwehren. Die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde an der Finne besteht aus 21 Feuerwehren und 3 Kommandostellen, welche von ca. 600 ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden in der Einsatzabteilung bedient werden. Unter der Führung von Thomas Schönfuß als Wehrleitung der Verbandsgemeinde sind diese 24 Stunden, 7 Tage der Woche, das ganze Jahr einsatzbereit und riskieren bei jedem Ausrücken aus freien Stücken eventuell ihre Gesundheit oder sogar ihr Leben. Geht eine Meldung bei der Leitstelle des Burgenlandkreises ein, wird das alarmierende Signal über Sirenen, Melder oder auch Piepser genannt und Alarm-SMS weiterverbreitet, sodass alle Kameradinnen und Kameraden informiert werden. An den einzelnen Standorten werden regelmäßig und individuell gestaltete Ausbildungen von den jeweiligen Führungskräften durchgeführt. Aber auch die Nachwuchsförderung spielt eine große Rolle. So gibt es 55 Mitglieder in den 8 Kinderfeuerwehren und rund 100 Kinder in den 10 Jugendfeuerwehren der Verbandsgemeinde. Die Nachwuchsarbeit reicht vom spielerischen Erlernen bis hin zu Wettkämpfen, gern auch gegen andere Kinder- oder Jugendfeuerwehren. Jedes Jahr wird ein Jugendzeltlager ermöglicht, sodass man sich unter den einzelnen Feuerwehren auch kennenlernen kann und so den Zusammenhalt stärkt. Der Übergang in die Einsatzabteilung ist mit 18 Jahren möglich. Das Ehrenamt bei einer freiwilligen Feuerwehr bringt oft auch Probleme mit sich. So kann die räumliche Entfernung von Wohnort und Arbeitsplatz vor allem tagsüber die Alarmbereitschaft der Feuerwehr am Wohnort der Pendler verhindern. Für im Berufsleben geforderte Freiwillige stellt zudem die kontinuierlich notwendige Weiterbildung eine zusätzliche Belastung dar. Auch die Vereinbarkeit von Ehrenamt, Beruf und Familie stellt die Freiwilligen oft vor neue Herausforderungen. Aber wer sich einmal für den Weg des Retters entschieden hat, kann mit den Herausforderungen sehr gut umgehen. Getreu nach dem Motto Löschen, Retten, Bergen, Schützen wird jeder Einsatz gewissenhaft angegangen. Ein besonderes und großes Aufgabenfeld kam mit dem Bau der ICE-Strecke auf die Kameradinnen und Kameraden zu. Auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde befinden sich mehrere Tunnel, Bibra-Tunnel und Finne-Tunnel und der Osterberg-Tunnel im Unstruttal, wo auch Kameraden der Finne im sogenannten Abmarsch sind. Hier wurden zeitintensive Ausbildungen und jährliche Übungen an der Strecke erforderlich. Du hast jetzt richtig Lust auf Feuerwehr bekommen? Wir freuen uns über Nachwuchs, der so dringend gebraucht wird. Melde dich einfach bei deiner Feuerwehr vor Ort.